Hallöle und herzlichst willkommen hier in Destiny 2. Ich bin immer noch Yumika und es sieht so aus, als hätte Tess Everest schon wieder was für uns. Bin mal gespannt, was sie diesmal für uns hat. Auch im Krieg muss man Freuden finden. Ja, dann bau doch ein Freudenhaus. Ich bin sicher, das wird viele Besucher haben. Da wäre der Sprecher auch für. Ich meine, der hat ja hier in Chinatown auch sein Freudenhaus gehabt. Da ist er bestimmt glücklich drüber gewesen. Ich hätte nie träumen lassen, dass der Turm einmal fallen wird. Aber ja, klappe, Tess. Muss schon sagen, und mir gefällt, wie alles jetzt aussieht. Wir haben jetzt auch diese Titanhülle bekommen. Offscreen natürlich. Ich weiß jetzt nicht, was für euch komplett neu ist. Das könnte für euch tatsächlicherweise komplett neu sein. Moment. Neue Siedlungen bedeuten. Wir haben den geschmolzenen Hammer jetzt. Den müssen wir nur noch aufleveln. Jetzt gehen wir von ihr weg, weil die labert mir ein bisschen zu viel. Die alte Drahtstante, die. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch reinbasteln können. Eigentlich nicht so viel. Wow. Na gut, ja, es sieht auch so aus, als hätten die hier so neue Sachen für uns. Das gucken wir uns gleich erstmal an. Eigentlich wollte ich das hier im Turm fix machen, dass wir hier nicht zu viel Zeit verbrauchen, das Video nicht wieder Überlänge hat. Aber hey, reden wir zuerst mal mit Kate. Custom Drummer, okay. Ja, das war cool und so, aber... Hier ist nur Platz für einen gut aussehenden Helden und das bin ich. Also, ja, mach einen Schuh. Ha, ich mach doch nur Spaß, keine Sorge. Nee, im Ernst, jetzt geh weg. Jede Woche schicke ich dich dahin, wo wir am meisten Feindaktivität sehen. Und du, mein Lieber, hilfst dabei, ihnen Beine zu machen. Big Blue nennt es kontinuierliche taktische Anpassung unserer Verteidigungslinie, KTAUV. Ich persönlich ziehe Flashpoints vor. Rollt besser von der Zunge als Ktauf. Dann pack deine 7 Sachen und nimm deine Beute mit. Das wird super. Dir ist klar, dass du ein Exo bist. Exos können nicht gut oder schlecht aussehen. Außer ich. Ich habe ein Loch im Kopf, aber das sieht eher cool aus und Zeug von meinen Heldentaten, weißt du? So, mal schauen, was sie wieder will. Du siehst aus, als ob neue Feinde sich an dich gewagt haben. Stattdessen wurden sie Öl für das Feuer, das in dir brennt. Ja, finde ich auch. Gut, dass du immer so ein paar schöne Sprüche drauf hast. Und das ist unser erstes Legendary. Das gucken wir uns gleich mal an. Nice. Das ist natürlich schon mal geil. Ich bin anwesend. Der Großteil von mir zumindest. Kann man die Shade jetzt auch noch ändern? Hast du was auf dem Herzen? Ich bin in Gedanken gerade überall. Aber mit dir sprechen kann ich allemal. So, ich finde, die reden alle so ein bisschen zu viel. Wenn man neben denen stehen bleibt und im Inventar geht, dann wird man hier ständig vollgelabert. Und wir haben gerade irgendwie noch etwas bekommen gehabt, glaube ich. Aber ich habe schon wieder vergessen, was Kate uns gegeben hat. Ach ja, genau, der hat uns nur ein Ingramm gegeben, ne? Okay, für Zavala hat noch nichts für uns. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hier zum Dekodieren und hoffen, dass wir was Schönes bekommen. Willkommen. Oh Gott, die sieht jetzt mal immer gruseliger aus. Wow. Ich werde hier sein. Krasser Shit. Eines Tages werde ich wieder auf den Reisenden blicken. Doch bis dahin werde ich hier gebraucht. So, das war's jetzt hier schon wieder, oder wie? Dann würde ich sagen, wir starten jetzt mal die Mission und dann sehen wir uns hier gleich nach einem kurzen Cut wieder. Ja, da sind wir jetzt wieder. Und wir haben das richtige Level, denke ich, und dürften das jetzt schaffen. Unser netter kleiner Hecke-Granatwerfer ist auch bereit. Und dann würde ich sagen, da heizen wir den Kabalen jetzt mal erstmal ordentlich ein. Sobald wir den Weg dorthin zumindest finden. Ich glaube, wo ich letztens hier die paar Stunden rumgestreunt bin, das habe ich gar nicht gecaptured. Da habe ich so ein bisschen Patrouille gemacht, so ein bisschen, ja. Ich habe auch diese wöchentliche Aufgaben fertig gemacht. Oh, ich habe neue Biss bekommen. Von Moskito gestochen. Schiele einen gefallenen Moskito und besiege damit 20 Feinde. Ja, na toll. Okay, das finde ich aber gut, dass man immer wieder Challenges hier in der Patrouille bekommt, dass die nicht zu lame wird einfach. Oh, wir sind schon vorbeigerannt. Wie komme ich da denn hin? Achso, jetzt einfach in die Richtung weiter rennen, ja ganz toll. Das habe ich natürlich wieder gut gemacht, einfach mal in die falsche Richtung gerannt. Moment, ich glaube, wir sind eigentlich irgendwo in der Nähe, wo doch dieser Moskito jedes Mal im Schlamm steckt. Aber vielleicht wisst ihr das ja gar nicht, weil ich das ja nicht gecaptured habe. Aber ich glaube, in der Capture-Aufnahme habe ich schon
so ein paar Mal diesen Moskito aus dem Schlamm gezogen. Also ich dachte zuerst, da hat jemand einfach den runtergeschossen. Beim zweiten Mal dachte ich, ja, ist Zufall, dass da nochmal ein Moskito liegt. Genau an derselben Stelle, genauso umgedreht wie vorhin. Aber es ist anscheinend kein Zufall, das gehört wohl tatsächlich so. Oh ja, das stört ihn natürlich sehr wenig. Okay, den schnappen wir uns. Nice, den hätten wir dann. So, mal hier Beute. Danke. Was hat er mir jetzt überhaupt gegeben? Achso, das swappt erst. Ich lasse es einfach mal liegen. Ich glaube, es hackt. Tschüssikowski. Okay, da drüben ist ein Event. Es fängt gleich an. Wir könnten natürlich dieses Event machen. Und da sind wir jetzt auch schon wieder. Begib dich zur Werft der Rotlegion. Hüter, der Weg vor dir ist gefährlich. Ich schicke dir Holiday mit etwas ganz Speziellem. Ein Dessous? Wie speziell genau? Bleib einfach in Bewegung, stürme die Einrichtung und geh an Bord des Kabalträgers. Egal wie, wir müssen es zur Allmacht schaffen. Was? Kabaler, ich muss dich mal was fragen. Als du diesem Hüter hier gesagt hast, dass du, und ich zitiere, Kate brauchst, hast du da vielleicht unter Umständen geweint? Holiday, was ist dein Status? Fürs Protokoll, er bestreitet es nicht. Warte noch ein bisschen, Commander. Das alte Mädchen ist schwer. Oh. So eine Spezialität will ich aber nicht haben. Also Holiday in den Dessous wäre mir ein bisschen lieber. Ich stehe nicht so auf die schweren Mädchen, wisst ihr? So, was wollte ich eigentlich jetzt gerade sagen? Ich wollte irgendwas sagen, aber Kate hat mich schon wieder unterbrochen. Oh, okay, ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Na toll. Danke, Kate. Alles deine Schuld. Einen Panzer? Die kriegen einen Panzer? Wieso bekomme ich denn einen Panzer? Geil. Nur kaputt machen. Jetzt sind wir mal der Panzer. Ja, geil, geil. Das gefällt euch jetzt gar nicht, ihr Pisser, ha? Huh? Wir haben den fucking Panzer, dir. Ihr habt nix. Oh, ey, jetzt war ein Ziel anzusehen. Okay, das ist geil. Boom, bitch. Get out the way. Get out the way. Get out the way. Boom. Aus dem Weg. So nehme ich mir das. Wenn du noch einen von diesen wunderschönen Panzern haben willst. An Nachschub mangelt es nicht. Oh, ich bekomme also nichts und die bekommen so viele, wie sie wollen. Das merke ich mir. Okay, hier kann ich mir einen neuen Panzer holen. Das ist ja richtig cool. Geilen Drescher zerstören. Nice, das wollte ich immer schon mal machen, so ein Raumschiff zu zerstören. Aua. Geil, es wäre richtig geil, wenn man so einen Panzer auch manchmal irgendwie auf Patrouille rufen könnte. Aber richtig geil, wie man hier alles kaputt machen kann. Geil, hier alles kaputt gebombt. Hier da hinten sind einige, die Bomben jetzt auch noch alle weg. Da ist auch einer. Ich frage mich, wie die Panzer hier rein spawnen können. Ich meine, das sind ja anscheinend Spawnpunkte für einen Panzer. Alter, das ist geil. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, einen Psychopathen, einen deutschen Psychopathen noch dazu, mich an die Steuerung eines Panzers zu setzen. Ich weiß nicht, ob ihr das logisch überdacht habt. Nein, wir brauchen keinen neuen Panzer. Ein Soldat wird eins mit seinem Gewehr, mit seinen Panzern und seiner Technik.
Wir schaffen das mit diesen einem Panzer. Blöden Geschosse jedes Mal. Tschüss, Koloss. Ich bin ein bisschen kolossmäßiger. Die Steuereinheit sollte in der Nähe sein. Okay. Ich hoffe mal, wir haben die Steuereinheit jetzt nicht kaputt gemacht. Dwacken. Cool. Ich frage mich, ob es die dann auch in PvP irgendwie geben wird. Das wäre ein bisschen OP, denke ich. Aber hey. So. So sieht's aus, hä? So, wo ist die verdammte Steuereinheit? Ist sie jetzt doch offen? Ah ne, da ist sie ja. Wow, das nennt man mal eine Steuereinheit. Ich habe einen Computer gesucht, aber das ist auch okay. Das ist okay. So, jetzt gibt mir mal einen schönen Panzer. Und wehe, er ist repariert worden, dann raste ich aus. Ah, nice, er ist immer noch er selbst. Ich frage mich, was diese blauen Punkte links unten bedeuten. Der Träger lässt die Antriebe an. Du solltest dich besser beeilen. Thomas ist auf dem Träger. Oh. Nur durch ihn können wir die Allmacht entern. Los! Und natürlich hat die Rotlegion auch Panzer. Meiner ist aber besser. Weil ich hinterm Steuer bin. Sag ich doch. Habe ich sich gesagt, ein Soldat wird eins mit seinem Panzer und hier die runterballern können, ich weiß. Hätte ich mal besser gemacht. Aber die haben auch eine ziemlich räudige Reichweite, wie es aussieht. Was, der hat überlebt? Bam, kaputt. Ah, der hat sich ganz schön verschanzt, die Ratte. Blöd, dass es keine Gift. Wir haben die Brücke eingezogen. So kommen wir da nicht rüber. Verdammt. Oh, dein Superpanzer kann nicht fliegen. Oh. Wie einfach sich hier ist, das gefällt mir. Lass ich mal hier durch. Also ich denke, die denken aus sich auch schon, ja okay, er kommt jetzt einfach mal mit seinem Panzer hoch, ne? Okay, wir müssen wahrscheinlich jetzt die Brücke irgendwie was machen. Aua. So sollten wir es wieder schaffen. Ja, nee, mein Panzer ist noch komplett in der geilen Verfassung. Da brauche ich auf gar keinen Fall einen neuen Panzer. Ihr wolltet mir also keinen Panzer geben. Warum habt ihr dann unseren Lieblingsschüter nach mir suchen lassen? Deine risikoreichen und einsatzfreudigen Kampfmanöver können sehr effektiv und inspirierend sein. Ja, aber mit einem Panzer sind die 100-mal inspirierender. Was will denn so ein Köter gegen meinen Panzer ausrichten? Da ist erstmal den Gramm nochmal mitgenommen.
Nein, stopp, wir brauchen keinen neuen Panzer. Auf gar keinen Fall. Ach, ich kann auch zoomen, ja geil. Hätte ich gerne mal früher gewusst. Schön, dass er stehen bleibt und nicht ausweicht. Finde ich gut, finde ich sehr sozial von ihm. Also ich weiche natürlich trotzdem aus. Ah, vielleicht sollten wir doch den Panzer wechseln. Ja, ich wechsle. Man bleibt immer in einem Panzer bis zuletzt drin, Leute. Habt ihr gesehen? Ich bin genau perfekt rausgesprungen. Das liegt einfach an meinem kompletten Skill. Wisst ihr? Das habe ich einfach so hochgeskillt. Seht ihr? Und jetzt werde ich eins mit dem nächsten Panzer. Ich war eins bis zur Zerstörung mit diesem Panzer. Und das werde ich jetzt auch mit diesem Panzer sein. Ach gut, die Geschosse kann man abschießen. Ja, das hätte ich früher wissen müssen. Dann wäre der andere Panzer vielleicht gar nicht kaputt gegangen. Da hinten ist noch einer. Ah Mist, das war ein Volltreffer. Irgendwo da hinten muss noch ein Panzer rumpimmeln. Meine Gehorsamst, wir rücken vor. Die Feinde sind uns unterlegen mit unseren übermächtigen Vorhutpanzer. Melde starke Einbußen. Wir erleiden viel Schaden. Doch, das liegt daran, dass wir tief im Inneren sehr viel Schaden haben. Die Kämpfe scheinen nicht abzuschwappen. Weitere Gefechte im Osten. Melde gehorsamst. Feindliche Panzereinheit zerstört. Wir rücken weiter vor. Wir sind in irgendwelchen Tunnels angekommen. Wir sind fast aus den Tunneln raus und sollten bald den Träger erreichen. Gut. Alles, was zwischen dir und der Allmacht steht, ist Tumos der Ungebrochene. Wir brechen ihn. Einer von Golds Auserwählten. Die Rotlegion würde für ihn sterben. Wieso hilfst du ihnen nicht dabei? Ehrlich gesagt habe ich gemeint, dass der Typ Gold verraten würde und irgendwie so selbst an die Macht will. In den Szenen hatte schon so gewirkt, als würde er das machen wollen. Sie schirmen den Träger ab. Ja, na toll. Wir holen uns doch mal lieber hier zur Sicherheit einen neuen Panzer. Den schenke ich meiner kleinen Schwester zum Geburtstag, wisst ihr? Und der sollte nicht so gut sein. Wir müssen sie zerstören, wenn wir an Bord des Trägers kommen wollen. Verstanden. Beginne Mission. Generatorenfrakture. Und hat Panzer sperren. Bringen die überhaupt was? Die kann man doch einfach wegspringen, oder? Nee. Die kann man natürlich nicht wegspringen, aber die ganzen Kisten vorhin, die sind easy kaputt gegangen. Melde gehorsamst, feindlicher Koloss. Und der ist auch noch gelehrt. Ist ja auch noch schlau. Jetzt müssen wir ihn gleich dreimal töten.
Okay. Ein Generator weniger. Verstehe, die sind aber nicht so geil gepanzert. Eigentlich, wenn ein Generator ausfällt, dann könnte dieses ganze Raumschiff doch gar nicht mehr abschirmen, oder? Aber egal, ist ja nur ein Spiel. War da gerade eine Kiste? Nee. Werde gehorsamst. Ein Generator zerstört. Wundert mich, dass die noch nicht einfach nach Hilfe gerufen haben oder so. Um, keine Ahnung, Verstärkung vom Hauptschiff zu bekommen oder so. Starke Verstärkung. Ich meine, wenn der Typ ja so beliebt ist bei denen, warum kommt da keine Verstärkung? Das ist hier gerade mal die Frage, ne? Die können ja innerhalb von ein paar Millisekunden einfach hier auftauchen, aber sie kommen nicht. Warum wohl? Der Kerl muss... ist wohl nicht ganz so beliebt, wie wir dachten. Das Ziel ist zerstört. Aber das Schiff hebt gleich ohne uns ab. Der Träger darf nicht abheben. Ein paar Raketen in den Auspuff sollten das Problem lösen. Hm. Ich habe auch schon ein paar Raketen in den Auspuff bekommen. Das ist nicht angenehm. Oh, natürlich noch ein Goliath. Feindlicher Panzer komplett eliminiert. Na gut, dass das Raumschiff auf uns wartet, bis wir ihn in den Auspuff schießen. Finde ich sozial. Ich sehe das aus dem Auspuff an. Wo hätte ich, wo soll ich denn sonst denn schießen? Der Träger bleibt am Boden. Lass uns Thomas finden. Echt? Der Träger bleibt am Boden? Ich dachte, hebt jetzt dann doch nach 10 Stunden mal ab. Wenn das hier vorbei ist, rede ich mit Holiday über einen Panzer für dich. Oh, ich hab dich auch vermisst, Kumpel. Yo, DJ, put a needle back to the record, baby, and give me this right now.